Moin Leute! Und herzlich willkommen hier zurück bei einem wunderschönen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind wieder zurück mit einem wunderbaren Thema. Denn in einem der letzten Videos ging es ja um die Wish-Fails, die ihr mit dieser Plattform erlebt habt, wo ihr Sachen bestellt habt, wo was ganz anderes kam plötzlich, wo vielleicht gar nichts kam und dann ein Jahr später das Dreifache davon. Und dieses Video kam sehr gut an bei euch und hat etwas in euch ausgelöst, was ich daran gemerkt habe, dass ich sehr viele Instagram-Nachrichten bekommen habe mit weiteren Fails, wo ihr mir gesagt habt, Timon, guck, was mir angezeigt wurde, was für tolle Werbung es gibt, was ich bestellen soll. Und es war sehr viel Schönes dabei und darauf möchte ich heute eingehen, damit wir alle ein bisschen mehr zu kichern haben. Denn wir wissen alle, die Betreiber von Wish, die verarschen eigentlich alle Menschen nur und nehmen ihre Seite selber nicht ernst. Ich weiß, manche haben geschrieben, ja, ich habe da bestellt, das kam an, das war gut. Fake. Glaube ich nicht. Falls ihr mir übrigens weitere Sachen davon schicken wollt, KlängerTV, Instagram-Link unten in der Videobeschreibung. Und dann sitzt man nichtsahnend abends auf dem Sofa und bekommt folgendes. Helme für Hühner, für $3. Ich hatte noch nie einen Huhn und ich hatte auch noch nie das Bedürfnis, dass Hühner einen Helm brauchen, außer sie würden jetzt sehr schnelle Motorradrennen fahren, was aber, glaube ich, eher weniger vorkommt. Aber ich möchte bitte so einen Helm haben. Ich verstehe nicht, wie entstehen solche Produkte? Also irgendjemand muss ja dort in China in seinem Büro gesessen haben und gedacht haben, Moment, mein Huhn, es hat gar keinen Helm auf. Und dann hat er einen gemacht. Nicht nur irgendeinen Helm, nicht nur schwarz, weiß, nein. Marienkäfer, Camouflage, Feuer, coole Helme auch. Klar, man möchte ja als Huhn, wenn man einen Helm braucht, keinen doofen Helm haben. Wofür auch immer, egal. Ich glaube, ich hinterfrage das einfach nicht mehr. Die nächste Werbung ist zielgerichtet an alle Leute, die eigentlich schon länger mal ins Gaming eintauchen wollten und irgendwie gesagt haben, sie haben die Kohle nicht dafür. Ich verstehe auch ein bisschen nicht, warum Leute immer rumheulen, dass PCs so teuer sind. Hier, 1 €. Hä? Wasserkühlung, Hightech, LEDs, überall. Und das Ganze für nur $1. Was würde kommen, wenn man das bestellen würde? Ich weiß nicht, also alles wäre ja immer noch zu teuer dafür. Also was kann so günstig sein, dass es nur für $1 kommen würde? Ein Bild vielleicht von diesem Computer. So wie jetzt auch bei mir im Merch-Shop könnt ihr dieses Bild erwerben für $1. Drucke ich euch aus. Unterschreibe ich euch ja noch. Also wenn man davon 1 Million verkauft, auch Millionär. Oh, wie man außerdem Millionär wird. Und ich verstehe nicht, wie könnt ihr solche Werbung angezeigt bekommen? Manche haben mir dazu geschrieben, Timon, diese Werbung habe ich gerade in meinem Instagram-Feed bekommen. 50-Euro-Scheine, viele, für nur $1. So wird man also reich. Trick. Also, erstmal alle Leute, die arbeiten gehen, dumm. Wenn es das Ganze auch viel günstiger auf Wish gibt. Ja, Shipping-Kosten 10 €, aber ist, glaube ich, für die Menge an Geld auch egal. Naja, oder es ist halt Falschgeld. Darf man das? Darf man damit überhaupt werben? Ich glaube, ich finde das noch unseriöser als den simbabwischen König, der mir sein Erbe geben möchte. Wie viel ist das? 10.000 €? Oder These, bei Wish läuft einfach so hart, die müssen das Geld irgendwie rausbekommen. Und der eine, der es glaubt und der es bestellt, der wird reich. Früh shoppen und sparen. Heutige 50-90% Diskonte, wenn sie 15 Tage für Anlieferung warten können. Dafür. Also, kostet zwar nur 1 €, aber ich würde auch 15 Jahre darauf warten. Einen Haufen Regenwürmer mit Dreck? Was soll ich mit Regenwürmern? Sind das echte, also werden da wirklich Würmer verpackt und dann 15 Tage lang geschippt? Ich möchte es, glaube ich, gar nicht wissen. Was ich übrigens auch wirklich, wirklich nicht wissen möchte. Nein. Einfach nein. Ich möchte kein Szenario in meinem Kopf haben, wo dieses Ding vorkommt. Und je länger ich drüber nachdenke, aber man muss dazu sagen, egal alles, was damit passieren könnte, ekelhaft, weg damit. Aber von 163 € auf 7 €, Schnapper. Wer könnte da nein sagen? Ja, vielleicht doch, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber eher weniger. Ach Mann, ich ärgere mich, dass das nicht Amazon ist, dass ich da nicht wirklich bestellen würde. Ich hätte Schiss. Leute, die solche Sachen bewerben und solche Sachen verkaufen, die haben nichts Gutes mit deinen Daten im Sinn. Außer so ein geiles Produkt wie Shop 3 und sparen. Heutige 50-90% Diskonte, wenn sie 15 Tage 5% 30% Anlieferung warten. Ja, also eure Katze hat Füße, aber wenn ihr nicht wollt, dass sie auf ihren Füßen läuft, dann kann man so pinke Dinger da drum machen und dann sind die Füße da drin. 6 €. Ich glaube, die Katze freut sich auch. Wahrscheinlich schreiben mir jetzt wieder irgendwelche Leute, das ist für medizinische Zwecke und voll wichtig, wenn die Katze das und das hat. Egal. Das ist mir egal. Ich möchte auch nicht wissen, was dieser kleine Nupsi da drauf ist. Und was ich ebenfalls nicht wissen möchte, ist dieses leicht angedeutete Bild daneben. Ach, ich
Ich ahne es, aber ich möchte es wirklich nicht wissen, aber ich ahne es. Leider. Falls euch die 50 Euro von vorhin übrigens viel zu unseriös gewirkt hatten und ihr sagt, nein, dieses Angebot, das kann ich nicht wahrnehmen, ich möchte auf ein anderes Angebot warten. Hier ist es. 10-Euro-Scheine, 100-Euro-Scheine, 20-Euro-Scheine, 6 Euro nur. Selbst wenn man einen Schein kaufen würde. Plus gemacht. Ich glaube, es ist auch eine Straftat, so zu tun, als würde man echtes Geld verkaufen. Oder es ist wirklich sein einfachster Weg, Falschgeld wegzubekommen. Ja, guten Tag. Wir sind hier aus China. Wir haben eine Falschgelddruckerei und wir würden die irgendwie gerne in Umlauf bringen. Also, wenn sie die kaufen wollen. Und dann bestellst du das. Und dann kommt der Zoll. Und dann sagt er, was ist in diesem Paket? Und du sagst, so ein Trichter mit Kopfvorrichtung. Weil das einfacher und angenehmer zu erklären ist als das Falschgeld. Ich würde das gerne kaufen. Für 1 Euro. Ich weiß, es geht wahrscheinlich um die Pflanze. Aber ist der Typ dabei? Weiß der Typ, dass er im Internet ist mit dieser Pflanze? Weiß er, dass er jetzt hier in diesem Video ist? Dann machst du ein falsches Foto, lädst das im Internet hoch, zack, bei irgendeinem deutschen Trottel im Video. Ach, das Internet. Ich bin immer wieder fasziniert. Und ich bin ein bisschen enttäuscht. Wahrscheinlich werden wieder irgendwelche Blumensamen oder so verschickt, die man dann einpflanzen kann. Und dann wird diese Pflanze so groß. Aber ein bisschen habe ich immer den Wunsch und den Gedanken, dass wirklich so ein großes Blatt geliefert wird. Am besten unverknickt. Also in einem sehr, sehr großen Karton. Ich träume weiter. Nachts vor allen Dingen davon. Und von diesem Typen. Aber da hat er keine Hose an. Sondern diesen Trichter an. Komm. Ich hatte das nächste Ding zuerst gesehen und gedacht, klar. Du weißt, was es ist, Timon? Korkenzieher, ne? Natürlich. Schraubst du rein, klappst du so hoch, Korken raus aus der Flasche. Bis ich dieses Bild gesehen habe. Und dann war ich mir nicht mehr ganz sicher, wofür dieses Ding überhaupt ist. Aber 3 Euro. Ja, falls euer Nagel mal festgehalten werden muss oder runtergeschraubt oder was weiß ich. Falls ihr dieses sehr explizite Problem habt, ihr wisst, wo ihr das Ding herbekommt. Oder wenn ihr ein anderes Problem habt oder irgendwelche merkwürdigen Wünsche und Vorstellungen, vielleicht fürs Schlafzimmer. Hier, auch für nur 31 Euro. Es gibt Momente im Leben, die möchte ich einfach nicht erleben. Und dann sehe ich Bilder und möchte meine Hirnhaut, eigentlich meine Netzhaut, aber auch meine Hirnhaut, mit dem stärksten Laserpointer, den ich habe, rausbrennen, was leider nur so ein Blöder von der Chemis ist, der so einen roten Punkt hat und dann tut es einfach nur ein bisschen weh im Auge. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Beschreibung für dieses Bild auch. Ich weiß erstens nicht warum und zweitens habe ich unfassbares Mitleid mit der Person, die für dieses Foto und Fotoshooting herhalten musste. Weil da waren noch andere Menschen am Set. Und die haben das gesehen. Die haben das auch von vorne gesehen. Und ich glaube, es ist egal, wie gut du vorne im Gesicht aussiehst, sobald du sowas anhast, können dir Menschen, die dich da gesehen haben, nicht mehr ernst nehmen und nicht mal richtig in die Augen gucken. Ich möchte es auch einfach gar nicht mehr sehen. Es ist, oh, warum? Also irgendwie sind alle Produkte auf dieser Seite sehr zusammengewürfelt, aber doch passen sie zusammen. Ja, es wurde wieder gesessen im Büro und überlegt, welchen weirden Shit können wir auf unserer Plattform verkaufen, der viele Menschen verstören würde, aber den trotzdem irgendjemand kaufen möchte? Liebe Leute, ich bin raus, ich kann mir das nicht mehr antun, aber falls ihr noch weitere Sachen habt, schickt sie mir gerne bei Instagram. Ich gehe jetzt weinen und wie gesagt versuchen, diese Erinnerung aus meinem Gedächtnis zu löschen. Es wird wahrscheinlich auch viel Alkohol hinauslaufen. Falls es euch trotzdem gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen und vergesst nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Das war's von mir, ich gehe jetzt weinen, macht's gut. Tschüss!